Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Tja, wir hauen wieder ab hier. Wir haben den Chip. Wir haben das Gold. Jetzt fällt nur noch einmal so eine Deich-Dings-Probe. Dings dann nochmal. Den nehmen wir mit. Wo war die? Da drüben. So. Zack. Die nehmen wir mit. Ich glaube, eine war es. Ich kontrolliere es nochmal. Ja, das können wir eigentlich den Fabrikator bauen und wir können das Medikit-Geschichtel bauen, wenn ich genug Titanium habe. Wohlgemerkt. Eines. Titanium brauchen wir noch, damit wir beides bauen können. Gut. Jo. Das ist wieder die endlose Suche. Aber was soll's. Vielleicht finden wir auch unterwegs noch ein gutes Fischi an. Dann können wir schon mal das erste Mal uns was kredenzen. Gut, die Viecher da. Bitte, wie viele sind's denn? 20. Okay. Ich packe schon mal mein Messer aus. Ich glaube, das werde ich jetzt gleich brauchen. Diese Mistviecher, die vermehren sich auch schlimmer wie die Heuschrecken. Echt. Ich sollte da auch nicht zu nah dran. Ja, weil... wegen angegriffen werden und so. Ne? Au. Ich habe die falsche Taste genommen. Naja, was haben wir denn da? Ein Kupfer. Ich wollte kein Kupfer, ich wollte Titan haben. Noch mehr Kupfer. Ja. Au. Ja, sicher, weil du da eh rein kannst, ne? Du dreckiges Saufviech, du elendiges. Und das auch noch. Jetzt bin ich hin auch noch. Unglaublich. Ganz ruhig. Wie kann der da rein? Oh, wir sind zu Hause. Hohohoho. Ah, das ist jetzt aber praktisch. Aber mir fehlt natürlich Titan. So, was wäre jetzt wichtig? Was wäre wichtiger zu bauen? Ich würde sagen, den Fabrikator. Ich würde sagen, den bauen wir uns als erstes. Ich würde sagen, wo passt denn der gut hin? Ich würde sagen, da. Oder hier? Ich würde sagen, da. Zack. Bauen wir den mal. Tada! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und als nächstes werden wir wieder Titan haben, weil ich glaube, ich habe jetzt keines... Ich glaube, ich habe keines hier gebunkert. Nein. Aber Glas haben wir dafür. Das heißt, ich kann jetzt endlich mal die Scheiben fertig bauen. Da. Und da. Schön. Haben wir noch wo eins? Ich glaube, hier war ein Fensterchen. Sehr, sehr schön. Und von außen können wir den Schutz noch dranbringen. Dass wenn Viecher hier ranklatschen, dass da nichts passieren kann. Gut. Dann ist jetzt ein nur noch... Achso, wegen Silbererz wollte ich klupschen. Haben wir... Schau dir das an, ich verdrück mich jedes Mal. Haben wir hier nicht Silbererz? Da. Haben wir da. Passt. Haben wir da. Dann bunkere ich das jetzt schon mal alles hier. So, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen und ein bisschen Medikit. So, und das werden wir auch hier lassen. Dann kann ich hier so ein Lagerräumchen bauen, mache ich hier vielleicht noch so ein Spind hin. Müsste sich theoretisch ausgehen, oder? Oder... meh, meh.
Mi. Geht das so irgendwie? Ungefähr so. Gut, da fehlt mir jetzt Quarz und Titanium. Macht aber nichts, weil Hauptsache der ist schon mal hier. Ne? Dann können wir schon alles voll zutreten. Gut. Dann schauen wir mal nach außen. Blub. Fischi. Jo. Was brauche ich jetzt hierfür? Diese Verstärkung ist, glaube ich, für den Hugo, oder? Was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Was auch immer ich mir dabei gedacht habe, das hier. Lithium und Titan, das war, glaube ich, für die Fisch. Egal. Oh doch, das Ding braucht auch Energie, sehe ich gerade. War so klar hier. Gut, was haben wir denn da Schönes? Das war, glaube ich, Gold. Da unten sehe ich ein Hirndingsbums. Da werde ich auch gleich mal hinschwimmen. Da werde ich gleich mal schauen. Macht nichts. So, wir haben hier eh eine Hirndings. Und dann schauen wir mal. Au. Was es hier unten alles zum Scannen gibt, oder? So. Höllenbusch. Schön Pfeilchen. Okay. Haben wir schon mal zwei Sachen wieder? So, wir sind fast voll. Da ist eine Höhle. Gott sei Dank. So. Ich will eigentlich nur Titanium haben. Okay, da gibt es irgendwie nichts zum Scannen. Wieder ein bisschen Licht vielleicht. Ich glaube, die Höhle hier bringt sie nichts. Nee. So, vielleicht hier was zum Scannen. Gebunkertes Ampferblatt. Jo. Verstehe. So. Also das hier sind Geräusche zum Davonlaufen, ne? 30 Sekunden. Ja. Und das war gar nicht schlau von mir, in diese Höhle hier zu gehen, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Das bedeutet, ich werde wieder verrecken. Außer ich habe hier Glück. Okay, das war's für mich. Und verrecktus. So. Gut, das war eine Riesen-Unterwasserhöhle. Das war eine große, sehr große Unterwasserhöhle, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ups. Egal. Gut. Wir haben Gold. Das kann ich nochmal horten hier. Zu essen haben wir noch ein bisschen was. Achso, der ist alt. Drum hat er... Ach, deshalb. Wenn er verfault ist, dann gibt es Minus. Ach, du Schande. Den kann man nicht bunkern. So, was muss man gleich essen? Okay. Dann entsorge ich mal den Fisch hier. Oh, den habe ich jetzt gegessen, ich Trottel. Den wollte ich jetzt nicht essen. Jo. Scheiße. Ja. Gut.
Das war meine Suche nach Titan. Das hat überhaupt nicht hingehauen. Die Höhle da ist tödlich. Da sollte ich besser nicht mehr reingehen. Zumindest nicht allzu schnell. Aber die spawnen hier schon. Also habe ich schon die Hoffnung, dass Salz und das alles doch irgendwie sich resettet. Meh. So. Ach ja, das mit dem Schrott wollte ich ja auch versuchen, ne? Ob ich daraus nicht jetzt irgendwie doch Titan krieg. Ich glaube, das ging beim Dingensbums-Gerät. So. Kann man das hier scannen? Schlingpflanze. Hatte ich scheinbar schon. Es ist ja halt sehr dunkel. Es ist ja auch Nacht. Das bringt sie so nichts. Ich versuche nämlich noch ein bisschen Salz zu kriegen. Oh, was haben wir denn da? Mobile Fahrzeugstation. Okay. Blub, blub. Kann ich scheinbar schon. Ah ja, da war was. Sauerstoff. Sofort, sofort, sofort. So. So. Jetzt muss ich noch glatt nochmal nachschauen. Warte mal kurz. Wo war es denn hier? Baupläne. Wie ging das jetzt nochmal schnell? Wofür brauchte ich dieses Silikonglumpert? Brauchte ich das wirklich für irgendwas Wichtigem? Das Flutlicht könnte ich jetzt mal aufstellen außen, ne? Na, da war eigentlich nur immer Glas und Titanium. Also Titan. Verwendet Abwärme, um die Maschineneffizienz zu erhöhen. Benzol. Aha. Maschinenbauplan, das kann ich auch noch nicht. Stoßkanone, das war das, ne? War das diese Stoßkanone, hieß die so, die oder was, die Schubkanone ist falsch. Laserschneider ist, glaube ich, auch falsch. Nein, ich glaube, das war schon das da unten, womit ich dieses eine Viech, dieses Explosivviech weg, also besiegen konnte, glaube ich, ne? So, ungefähr. Tja. Gibt es hier Salz? Zumindest mal ein Erzilein. Aha, Sandsteinschwitter, Gold. Scheiße, ich brauche Titan. Titan, Titan. Titan, Titan. Ich brauche Titan. Titan, Titan. Titan, Titan. Und nach Möglichkeit kein Kupfer. Ich brauche Titan. Titan, Titan. Titan, Titan. Jo, spannend, ne? Die Suche nach Titan. Haben wir uns? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben ein Titan gefunden. Den Metallschrott muss ich jetzt auch mal verhauen. Wenn ich da drauf hau, ob das gepasst hätte. Warte mal. Glaub nicht, oder? Na, das geht, glaube ich, schon im Fabrikator-Dingsbums, ne? Ja,
hab's vergessen. Ich hab's vergessen zu überprüfen und zu schauen. Ich hab alles vergessen. Weil ich so schlau bin. Weil ich so schlau bin. La da da. Weil ich so schlau bin. So, was ist das da? Ist das was zum Scannen? 30 seconds. Nein. Ist hier drinnen was zum Scannen? Da so? Ja. Seegleiterfragment. Aber es macht nichts. Wir bekommen Titan. Titan, Titan, Titan. So. Ja, ich tauche schon auf. Nur kein Stress. Ich mach schon. So. Gut. So. Wie viel Glumpert haben wir jetzt? Ja. 1, 2, 5. Ich würde sagen, ich gehe mal zurück zur Base. Zerteile mal nach Möglichkeit den Metallschrott zu Titanium. Dann werde ich dieses komische Erz da nehmen und versuchen, die Scheiben zu verstärken. Da ein Stück noch, da drüben ist es. Da, 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 da. So. Ah, Energiequelle wechseln. Nehmen wir die Batterie. So. Dann gehen wir, steigen wir ein. Schwupp. So, willkommen zu Hause. So. Da fehlt mir Quarz. Den haben wir da. Da fehlt, ups, da fehlt mir Quatsch, den Hammer da. Ein zweiter Kasten, so, tada, fertig. So, na, da brauche ich noch nichts reintun. Fabrikator. Na, das will ich nicht. Was hätte man da noch? Ausrüstung. Standardtaucherding brauche ich nicht. Schwimmflossen haben wir eh. Schwimmende Luftpumpen brauche ich eigentlich nicht. Werkzeug haben wir da eigentlich schon alles. Auftriebskörper wäre noch cool irgendwie. Meh. Seek fluid intake. Ja. Na, Titan möchte ich nicht herstellen. Okay, warte mal. Weg damit. Wir brauchen jetzt da dringend was zu schnapulieren. Also mal trinken. Prost. Vital signs stabilizing. Essen habe ich jetzt schon wieder nichts. Meine Güte. Ich bin zu arm. Ressourcen. Jawohl, genau. Titanium mal 4 aus Metallschrott. So war das, genau. Genau so will ich das haben. So, genau so ging das. Jawohl. Und hier den Spind öffnen. Da war dieses Lithium. Genau das, da wollte ich. Brauchte ich da nicht 3? Na, ich glaube 3 Titanium. So, irgendwie. So, mal klupschen, ob das jetzt geht. Geht irgendwie nicht, oder? Geht es dann von innen? Top, top. Ah, Verstärkung, da haben wir sie schon. So. Und jetzt? Kann ich aber nichts sehen. Hä? Ich dachte, da kann ich jetzt ganz elegant das Fenster damit aufmachen. Kann ich das jetzt wieder abreißen? Okay. Okay, das war ein Fail, glaube ich. Hüllenstärke. Ich dachte, damit kann man das Fenster aber aufmachen, ne? Hatte ich gedacht, aber das war nicht richtig.
Und hier? Wie kann ich das jetzt bauen? Hallo? Lithium-Dingsbums habe ich noch, ne? Ja. Hallo? Ich will das jetzt bauen. Hallo? Das ist... geht nicht. Ah, hier. Am Eck oben am besten. Irgendwie. Da. Blub. Mhm. Ah, jetzt kann man die Verstärkung wieder demontieren. Okay. Bin ich am Überlegen. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Ah, dann ist das Fenster auch weg. Okay. Aha. Das ist echt komisch. Jetzt habe ich Glas, habe ich jetzt nur eins, glaube ich, noch, ne? Hier drin. Okay. Wie konnte man schnell Glas herstellen? Warte mal kurz. Ah, la 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 la. Glas, Quarz. Okay, das hätte... Ah, dann ist Quarz ja doch wichtig. Ja. Quarz ist doch wichtig. So, einmal Glas. Dann kann ich nochmal die Fenster bauen. Das muss man halt alles wissen, ne? Dieses Verstärkungsding, das wird sich hier zum Beispiel gut machen. Da zum Beispiel, da kann ich es mir gut vorstellen. Das ist ja so eine Art Schwachstelle. So, da brauchen wir kein Fenster. Genauso wie da hinten eigentlich. Komme ich da noch hin? Ja. Komme ich da ran? Fabrikator spinnt. Spinnt. Öffnen. Spinnt. Ich glaube, das ist nicht so gescheit gewesen, was ich da gemacht habe. Ja. Vielleicht, wenn ich da ganz am Rand bin. Geht nur spinnt, ne? Da habe ich kein Glück jetzt. Von außen könnte ich es noch probieren. Habe ich da schon was drinnen in dem Spind? Nein. Ich tue den mal kurz weg. Komme ich jetzt dran? Hä? Ah, jetzt. So. Dann verstärken wir das noch zuerst, ne? So. Jetzt haben wir mehr Schutz. Aber öfter geht dieses Verstärkungsding nicht, oder? Na, da wäre nur mehr das mit dem Fenster. Das will ich ja nicht. Und da drüben will ich ja unbedingt ein Dings machen. So. So. Wow, okay, das ist schön. Okay, das ist schön mit dem Glas hier. Ich bin schon überlegen, ob ich das jetzt wieder wegreiße und gleich dieses Rohr hinbaue. Oh mein Gott, das ist schön. Oder ob ich es einfach... Achso, mein Glas ist weg. Mein Glas ist weg, mein Glas ist weg, la 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 la. Mein Glas ist weg, mein Glas ist weg, la 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 la. Da könnte ich aber noch einmal... kann ich sowas bauen? Na, dann sehe ich nicht gut. Dann machen wir so ein Glas nochmal hin. Genau. Dann brauchen wir Quarzenhaufen und dann passt das schon. So, und jetzt nochmal, weil ich den weggelöscht habe, ne? Kommt da jetzt nochmal der Kasten hin, der spinnt. So, dann habe ich ja vorher ganz elegant bauen können. Ja. Hoppala, was mache ich denn da? Ich wollte ein Mausrad drehen. Andere Richtung? Die ja. So circa. Ja, ja, ja. Ja, ein Stück noch. So, so, ungefähr. So, dann bauen wir nochmal schnell. Passt. Zack, fertig. Gut. Dann haben wir schon was in Reserve. Was brauche ich denn jetzt? Jetzt wollte ich das Medikit-Geschichtel eigentlich bauen, glaube ich. Hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Achso, ja, den kann ich eh mitnehmen. Dann kann ich gleich noch mehr Titanium draus machen. Titanium. So. Zack. Und gleich nochmal.
Genau, zur Verstärkung wollte ich auch noch schauen, ob da oben das auch geht. Ob man das da oben auch verstärken kann, irgendwas. Na? Oder unten? Nein. Ist tatsächlich nur das hier. Okay. Tatsächlich nur das hier. Passt. Ist das die Luft, was da so komisch tut? Ich hoffe. Das hört sich schon ein bisschen komisch an. So, aber das ist schon schön. So. Ich meine, da hinten muss nicht sein, aber hier ist schön. Gut. Dann hätten wir das auch schon mal. So. Ich müsste jetzt dann gleich mal was zu essen farmen. So. Durstig bin ich auch schon wieder. Salz habe ich gar nichts mehr. Bin schon mal überlegen, ob ich diesen Gelsack da wegfresse. Echt. Ja. Ich mache es jetzt einfach mal. Weil I'm hungry. Und ich bin doof. Ich müsste einfach nur mal darauf schwimmen, ne, auf die Insel. Und mir mal ordentlich was zum Essen holen. Brauche ich nur die Bäumchen da ernten. Ich bin so doof. Dafür bin ich hierher gezogen. Ach Gottchen. Zocki, zocki, zocki. Mit dir geht's echt bergab. So. Jetzt muss ich nur noch die Pflanzen hier finden. War das der da? Ich glaube, da war's. So, ich verprügel den jetzt mal. Zwei haben wir bekommen. Mir geht gar nicht. So, Mahlzeit, Mahlzeit. Habe ich jetzt irgendwelche da? So. Passt nochmal zwei. Sehr gut. Dann können wir den noch schlachten. So, passt. Können wir da zurück zur Base. Heureka! Ja, die schaut von oben schon nicht schlecht aus. So. Klubschi, kommst du her? Nein. Hat keinen Bock. Gut. So, dann steigen wir wieder ein. Und würde ich sagen, das hier ist unser Futter-Geschichtel, würde ich sagen. Jetzt habe ich es weggefressen, ich bin so blöd. Ich wollte es gerade bunkern. So, hier haben wir Material und hier ist Essen, würde ich sagen. So. So. Der ist weggefressen. Ich bin so schlau. Au weh, au weh. Zocki, zocki. Mit dir geht's echt bergab. So. Die Tarn können wir ein bisschen lagern, würde ich sagen. Das tun wir weg, das tun wir weg, das tun wir weg. So. So, was wollte ich denn jetzt noch bauen, ich Schlaufuchs? So. Das Fenster, da brauche ich jetzt Quarz dafür, das ist schon klar. Hier das Flutlicht außen, da brauche ich auch ein bisschen Glas. Eine Leiter, wofür auch immer. Ich wusste gar nicht, dass ich raus kann. Achso, wenn ich die Luke habe, ne, zum Rausklettern. So wird es wahrscheinlich gemeint sein. Dann Innengeschichtel, den Fabrikator Hammer. Hier das Medikit-Geschichtel wollte ich bauen. Das habe ich doch jetzt alles, ne? Die Tarn habe ich, Silbererz habe ich. Das wollte ich jetzt bauen, das bauen wir jetzt auch. Also das Silbererz, das Titaniumhammer, das brauche ich und den Computerchip. So, dann bauen wir das Medikit-Geschichtel. So, ich würde sagen gleich hier hin. Oder da, ja wohl doch, ha? Oder dahin. Da so. Machen wir es da so ins Eck. So. Tada! Sehr gut. Dann kann der jetzt nämlich auch schon. Hat dort schon eins drinnen? Nö, oder? Der wird jetzt gerade erstmal anfangen, eins zu bauen. Ja, 2%. Gut, das zu dem. Dann. Kupfererz haben wir, glaube ich, auch da. Ja, dann können wir den Kommunikator auch schon herbauen. So, ich würde sagen, dann können wir gleich hier so her. Bisschen weiter unten. So. Genau. Zack. Hätten wir das auch schon. Dann, was können wir noch bauen? Aquarium. Da fehlt mir nach wie vor Glas. Da müsste ich jetzt noch Dingens, also Quarz noch suchen. Modifizierungsstation fehlt mir auch noch. Und den Wandspind, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir können irgendwann ein zweites Medikit-Geschichtel bauen, damit er schneller fertig wird. Aber sonst...
Aha, Wegweiser, Abfalleimer. Zersetzt unerwünschte Gegenstände dauerhaft und gibt ihre atomaren Bestandteile sicher in die Atmosphäre ab. Okay, und dann Labortisch. Ja, von mir aus den Abfalleimer. Warum nicht? Können wir eh mal probieren. So. Zack. Abfalleimer. Ich habe jetzt aber gar nichts zum Wegschmeißen. Den Fisch hätte ich können wegschmeißen, der schon verdorben war. Stylisch. Schön. Der ist aber schon voll. Ja, will ich nur mal anmerken. So. Ein Bett wäre noch nicht schlecht. Aber dafür müssen wir, glaube ich, mehr... Also noch die Aurora ein bisschen erkunden. Quarz wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Quarz brauchen könnte. Ja. Habe ich halt wieder mal falsch gedacht, ne? Ich würde sagen, das Titan können wir... Die Batterie... Das wollte ich noch schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Batterie wieder aufzufüllen, ob das hier möglich ist. Aber ich glaube fast nicht. Silikongummi muss ich halt jetzt noch irgendwie zusammenbringen. Dann könnte ich vielleicht aus den leeren Batterien die Energiezelle machen. Das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, so schlau ist das Spiel, dass man es so nicht ausnutzen kann. Na gut, also auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Part beenden, weil wir sind ja schon wieder über die Zeit drüber. Und werden im nächsten Part schauen, dass wir hier weitermachen. Ne? Vielleicht einmal wieder zu Aurora gehen. Ja, schauen, dass wir noch was lernen, noch was kennen können, damit wir hier noch mehr, noch besser ausbauen können. Ja, auf jeden Fall, das wird schon. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.